Hi und hallo erst einmal und herzlich willkommen bei Wo ist Sven? Ja, und ich stehe hier, wie man sieht, auf einem Trail, und zwar ist das hier der Eifelsteig. Ich bin ja vielleicht einen Kilometer schon gelaufen auf dem Eifelsteig, allerdings bin ich in Aachen gestartet und nicht in Cornelia Münster. Das hier ist ja mein allererster Fernwanderweg, den ich machen möchte. Und ja, der Fernwanderweg, der Eifelsteig, hat 313 Kilometer, die ich angehen möchte. Wie lange ich brauche, das weiß ich nicht, das werden wir sehen. Ja, und das Wetter, lass uns besser gar nicht drüber reden. Die 10 Tage Vorherprognose, die war echt, ja, sehr bescheiden. 80% Regenwahrscheinlichkeit und 70%. Ich würde sagen, lass uns über was Schöneres reden. Und zwar, wie man sieht, ich bin endlich am Laufen. Und ja, ich bin da echt froh drum. Ich habe auch mittlerweile schon gar nicht mehr geglaubt, dass ich das noch zustande bekomme. Denn ich habe das so oft mittlerweile nach hinten verschieben müssen, dass ich schon selber irgendwie den Glauben daran verloren habe. Aber wie man sieht, es läuft. Und ja, die ersten Schritte habe ich jetzt auch geschafft und ich bin mega gehypt. So, jetzt vor mir das Aquädukt. Das Besondere an diesem Aquädukt ist, dass ja, es damals eine Zugverbindung war und heute ist es ein Radweg. Die haben das alles ja, wiederverwertet und daraus einen schönen Radweg gemacht. Der sogenannte Fennbahn-Radweg führt immer an der Grenze entlang, erstmal nach Belgien, an Monschau vorbei und dann hoch Richtung Luxemburg. Ja, ich habe mir sagen lassen, soll ein super Radweg sein. Der steht bei mir auch noch auf der Liste. Aber erstmal weiter geht's auf dem Eifelsteig. Ja, Leute, hier bin ich. Und warum das hier sich Eifelsteig nennt, das sollte jetzt schon geklärt sein. Und Leute, ich hatte gestern fast einen Nervenzusammenbruch. Dabei bin ich noch gar nicht losgegangen. Ja, ich habe alle Sachen zusammengepackt in meinen Rucksack und ich habe relativ schnell gemerkt, ich bin viel zu schwer und würde das mit diesem Gewicht niemals schaffen. Dann habe ich einiges weggeschmissen oder ne, rausgeholt. Unter anderem hat der Kocher gelitten. Mit dem ganzen Spiritus, mit dem Kocher, Messer, Schneidebrett, Gewürze und was ich da alles mitnehmen wollte, hätte das keinen Sinn gemacht und ich hätte wahrscheinlich spätestens nach dem dritten Tag abgebrochen. Und aus dem Grund habe ich den nicht mitgenommen. Und ja, mal schauen, wie ich das jetzt machen möchte. Kann auf jeden Fall was geben, denn mein Tarp habe ich auch zu Hause gelassen und habe jetzt im Prinzip nur eine Isomatte, einen Schlafsack und einen Biwaksack mit. Das war es eigentlich schon. Ja, und ein kleines Kopfkissen. Ja, also gestern nochmal richtig ausgemistet und ich denke, es war die richtige Entscheidung, denn der Rucksack, der war so schwer, Leute. Ich hätte das niemals geschafft. Dort sieht man jetzt noch ein altes Bahngleis von der Fennbahn und dahinter ist jetzt der Radweg, sieht man dort an der Bank. Ja, ich könnte mir da selber in den Hintern beißen. Für mich gehört das schon dazu, sich abends was in der Hütte noch zu brutzeln. Aber ja, ist halt leider so. Und ja, nächtigen möchte ich immer in einer Schutzhütte, nicht in einem Hotel, nicht auf einem Campingplatz oder einem, auch nicht in der Pension, alles draußen in Schutzhütten. Und wer? Einer hat jetzt Chicken Nuggets gesagt. Hier sehen wir die alten Kalkofenanlage bei Walheim. Sie sind eine Reihe von historischer Brennöfen, die sich überwiegend im südlich von Aachen gelegenen Stadtbezirk Walheim befinden. Sie dienten der Gewinnung von Brandkalk aus Kalkstein. Die Kalkeifel ist einer der sechs Gebiete des Naturparks Hohes Venn,
Eifel, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Kalkböden sind mehr als 360 Millionen Jahre alt. Es haben sich Kalkmulden gebildet, die sich mit ihren reichen Tier- und Pflanzenwelt der Kalkeifel ihren Namen gegeben haben. Ja Leute, die Passage hier, die gefällt mir sehr gut. Richtiger Fichtenwald und ja, überall kann man abzweigen. Ganz viele kleine Pfade, Wurzelpassagen ohne Ende und das ist richtig schön. Der Wind peitscht richtig durch die Tannen und es hört sich einfach mega an. Und das ist so, ja, bis jetzt die schönste Stelle, aber die erste Etappe, die ist schon nicht schlecht. Es geht oft am Bach entlang und jetzt hier die Stelle ist jetzt die Krönung. Und ich werde auch langsam öfters mal auf die Karte schauen. Ich muss ja, wie eben schon erwähnt, auch, jetzt muss ich eben schauen, wo ich bin. Geht es da jetzt hoch? Ich denke, ja, öfters muss ich noch auf die Karte schauen, wie gesagt, weil ich brauche eine Hütte zum Pennen. Bin eben an einer vorbeigelaufen, aber das wäre dann schon wieder zu früh gewesen. Und so wie das aussieht, werden wir gleich noch an einer Talsperre vorbeikommen und an einem Wasserwerk. Und dann geht es nach Röttgen. Und ja, dort sehe ich dann zwei Hütten, aber die liegen jetzt nicht direkt auf dem Eifelsteig. Deshalb muss ich nach dem Wasserwerk schauen, dass ich dann links abbiege. Und dann gehe ich in die Richtung, wo die zwei Hütten stehen. Aber das scheint mir jetzt, das ist jetzt überhaupt nicht mehr weit. Das sind jetzt 3 Kilometer. Ja, und dann geht es morgen nach Monschau und davor aber noch nach Belgien zum Hohen Venn. Die höchsten Moorgebiete deutschlandsweit und auch einer der höchsten Moorgebiete in Europa. Und jetzt geht es hier auf einer hohen Fläche weiter. Die Sonne kommt raus, strahlt mich an. Und ja, hier ist die Gegend wieder ganz anders. Bis jetzt ist es echt super, super abwechslungsreich.
Ja Leute, kurzes Update. Ich habe jetzt Gott sei Dank die Hütte gefunden. Die Hütte ist optimal. Die ist rundherum komplett geschlossen, also somit auch winddicht. Ja, Tür hat es nicht, aber ich bin wunschlos glücklich. Jo, und habe die echt ganz, ganz kurz nur vor der Dunkelheit gefunden. Bin jetzt auch nicht mehr auf dem Eifelsteig. Die Hütte war etwas außerhalb. Ja, habe jetzt mir hier alles ein bisschen zurecht gemacht. Werde jetzt noch ein bisschen was essen. Ich habe mir hier ein bisschen Käse. Und dann habe ich hier noch eine Wurst. Sogar zwei. Und nachher mache ich es mir gemütlich hier. Davon habe ich ein paar dabei. Ich glaube 5 Stück Teelichter. Die sollen so ungefähr, ich glaube 3 bis 4 Stunden sollen die brennen. Draußen hat es, genau wo ich die Hütte gefunden habe, ganz stark wieder angefangen zu regnen. Davor hatte ich mal ja, so 2-3 Stunden, die letzten Wanderstunden, ein bisschen Ruhe vor dem Regen. Und morgen geht es weiter. Wir sind jetzt auch ganz nah an der belgischen Grenze. Dann geht es hoch zum Hohen Venn ins Moorgebiet und dann weiter bis nach Monschau. Ja, morgen früh werde ich mir den Plan genauer angucken. Wird jetzt auch langsam frisch hier. Und ja, wir sehen uns morgen früh. Ich würde sagen, bis später. Für mich eine längere Zeit. Für euch wird es jetzt wahrscheinlich ganz schnell gehen, Leute. Ja, und damit einen wunderschönen guten Morgen. Es hat die ganze Nacht geregnet, sehr stark auch geregnet. Aber ich habe hier, wie man sieht, eine super Hütte gefunden, wo drin ich übernachtet habe. Und ja, die Nacht war schon ziemlich kalt. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich gefroren habe. Ich habe mich ziemlich klein im Biwaksack und im Schlafsack gemacht. Und dann ging das ganz gut klar. So, jetzt erstmal ein bisschen frühstücken, langsam fertig machen, dann nochmal neu die Karte studieren und dann mal schauen, wann es losgeht. Wir haben jetzt 8 Uhr und ich freue mich schon darauf, heute weiter wandern zu gehen. Aktuell regnet es nicht, aber ich vermute mal, das wird sich bestimmt im Laufe des Tages auch noch öfters ändern. Die Nacht, die war echt eigentlich ganz gut. Hat den ganzen Tag geregnet, aber das hat mich natürlich hier in dieser Hütte nicht gestört. Und jetzt geht's weiter, erstmal wieder zurück zum Eifelsteig. Erstmal aber davor in die nächste Ortschaft, mir wieder ein bisschen Proviant, vor allem Wasser wieder nachfüllen. Und dann geht's weiter, Leute. Ab die Post. Ich bin aus der Hütte rausgekommen und dann fing es auf einmal an zu regnen wie Sau. Ja, jetzt bin ich ein paar Kilometer gelaufen, habe mir jetzt die Regenjacke wieder ausgezogen und ja, warte jetzt mal ein bisschen ab. Ich wetter ein bisschen ab und dann geht es gleich weiter. Und ich denke, so wie ich das hier sehe, in diesem Dorf gibt es einfach keine Einkaufsmöglichkeit. Ich hoffe, es kommt mal bald einer hier vorbei, den ich mal nach, wo ich mal nachfragen kann. Ja Leute, vor mir ist jetzt auch gleich der Eifelsteig, hinter mir noch vom Zweiten Weltkrieg ein riesiges
Denkmal, vor allem ein langes Denkmal. Ich glaube, hier ist der Westwall. Ja, eine riesen Panzerbarrikade. Leute, das ist der Wahnsinn. Zum ersten Mal kommt die Sonne richtig raus. Ich habe direkt hier meinen Rucksack vom Rücken geschmissen, mitten auf dem Weg hier gesetzt und erstmal genießen, Leute. Da wirst du wahnsinnig, wirklich. Das ist Regenjacke an, Regenjacke aus, Regenjacke an und Regenjacke aus, ständig. Wow. Und überall fließt so ein kleiner Bach entlang, also das ist sehr häufig. Gut, gleich geht's weiter. Erstmal noch ein bisschen genießen und hier eine Cola trinken. Die habe ich mir gerade an der deutsch-belgischen Grenze gekauft. Ja. Und jetzt sind wir auch in Belgien und hier ist es echt sehr schwer durchzukommen. Aber jetzt hier, Gott sei Dank, so ein Holzweg, aber hier sind überall Löcher drin. Und so sieht die Wegmarkierung in Belgien aus vom Eifelsteig. Jetzt stehe ich hier vor einer super Hütte. Da ist sogar ein Kamin drin und alles sehr schön eingerichtet. Aber leider ist sie geschlossen. Gut, ich wollte sowieso an dieser Hütte vorbeilaufen, denn die liegt noch in Belgien. Und ich habe es jetzt nicht mehr weit, dann bin ich auch schon wieder in Deutschland. Und dort habe ich mir eben auf der Karte noch zwei Hütten rausgesucht, die ich auf jeden Fall ja ins Auge gefasst habe. Wir haben jetzt 16 Uhr und diesmal möchte ich ein bisschen früher mich in eine Hütte platzieren. Ich zeige euch das mal eben auf der Karte. Die Hütte ist jetzt geschlossen, da stehe ich ja jetzt gerade vor und den Weg werde ich jetzt weitergehen. Und dann kommt hier die Hütte, die ich mir rausgesucht habe, direkt an der deutsch-belgischen Grenze. Und Alternative habe ich hier noch eine. Ja, und das belgische Stück ist jetzt von der Wegführung echt nicht super gelöst. Es ist eigentlich mehr auf einem Radweg hier. Hier geht auch irgendein bekannter Radweg entlang. Ich blende es euch jetzt mal ein, vielleicht kennt ihr den ja. Aber ja, nur auf Asphalt in dem belgischen Abschnitt. Aber macht nichts, ich konnte jetzt die ganze Zeit mit dem Pullover laufen, ohne Regenjacke. Aber jetzt fängt es langsam wieder an. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich laufe jetzt erstmal zu der nächsten Hütte und ja, ruhe mich dann da ein bisschen aus. Und wahrscheinlich
werde ich dann da auch übernachten. Mal schauen. Ja, hier im Hohen Venn, das Drumherum, das rechts und links ist schön, aber man muss hier straight auf diesem Weg bleiben. Ja. Man hätte zwar eben abbiegen können, aber das gehörte dann nicht mehr zum Eifelsteig. Da waren auch überall Schilder, Fahrräder, Mountainbiker und so weiter, alles verboten. Aber gut, ich laufe ja den Eifelsteig. Aber mit Sicherheit ist das hier so eine Gegend, wo man sich am besten noch mal genauer hier oben schauen sollte. Aber meine Füße sagen, du hast einen Vogel, komm, geh zur Hütte. Leute, geschafft, Belgien liegt somit hinter uns. Das letzte Stück war okay, der Rest war absolut nicht zu empfehlen. Das war nur Asphalt in Belgien, aber egal. Jetzt sind wir wieder in Deutschland, auf dem Eifelsteig. Hier wieder das altbekannte Schild und ja, weiter geht's. Und ja Leute, wie man sieht, habe ich hier wieder eine kleine Hütte gefunden, die Bänke sind auch breit genug, dass ich da wahrscheinlich meine Isomatte drauflegen kann. Direkt am Eifelsteig konnte ich die Hütte nicht benutzen, weil ja, das war nur so eine Halbschale und unten war alles so Schotter und die Bänke, die waren ja so klein, dass man sich da gar nicht drauflegen konnte. Und auf dem Boden wäre blöd gewesen, weil ja, wie gesagt, wegen dem Schotter, da werde ich mir die Isomatte kaputt machen. Die Hütten werden da echt so angelegt, dass man da eigentlich gar nicht drin schlafen kann. Ja, muss man sich nun mal überlegen, wer finanziert den Eifelsteig. Ich meine, diese ganzen Schilder, diese ganze Wegweiser und so, das kostet ja alles Geld. Und das macht natürlich die Stadt, die Gemeinden. Und die wollen natürlich die Leute in ihren Hotels sehen oder auf dem Campingplatz, damit die Stadt oder die Gemeinde halt auch daran was verdient. Ja, das ist meine Vermutung und ich bin mir da relativ sicher, denn immer die Hütten, die nicht auf dem Eifelsteig liegen, die sind optimal zum Schlafen. Ne? Ja, ich bin gespannt, weil irgendwann ist es auch so, ich habe auch nochmal auf die Karte geschaut, dass da nicht mehr so viele Hütten sind außerhalb vom Eifelsteig. Ja, ich bin gespannt. Ich mache mir jetzt noch mal ein bisschen Gedanken. Ich bin auch übelst kaputt. Es sind ja unendlich viele Kilometer, die man dann wieder vom Eifelsteig weglaufen muss und dann am nächsten Tag wieder hin. Das kostet ganz schön Kraft, Leute. Ja, Leute, Stand jetzt bin ich echt davor abzubrechen, morgen die Tour. Ja, ich bin echt übelst kaputt jetzt gerade. Wenn ich mir überlege, wie viel Glück ich schon gehabt habe. Gut, heute die Hütte habe ich echt super gefunden, sogar noch im Hellen. Aber gestern war echt Katastrophe, da hatte ich echt mehr Glück als Verstand. Ich meine, in der Dunkelheit bin ich da noch bei den Fichten rumgelaufen und habe diese Hütte da noch gefunden. Morgen müsste ich auf jeden Fall noch bis nach Monschau kommen. Und nach Monschau fängt es dann auch an. Dann geht der Eifelsteig in den Nationalpark Eifel. Dort ist ja sowieso alles verboten.
selbst so in Hütten schlafen ist absolut untersagt, das einfach alles untersagt. Und ja, und davon ab gibt es da auch überhaupt keine Hütten, wo man sich hinlegen könnte. Und ja, jetzt bin ich echt am Überlegen. Ich hau mich erstmal hin und schlafe ein bisschen. Und ja, mal schauen, vielleicht sieht die Welt morgen anders aus. Ja, guten Morgen zusammen. Die Nacht war jetzt nicht optimal. Ich habe zum ersten Mal richtig gefroren. Es kam noch ein übelster Wind. Hier ist ja alles offene Fläche, sehr viele Weiden. Ja, mit Gewitter, also ein richtiges Unwetter. Hier die Hütte ist zwar gut isoliert, aber an den Rillen kam der ganze Wind durch und ich habe übelst gefroren. Mittlerweile hört man auch die Vögel. Hinten sieht man, es wird langsam hell. Wir haben, glaube ich, jetzt 16:30. Und ja, ich habe mein Kram jetzt schon alles zusammengepackt, damit ein bisschen Wärme in meinen Körper kommt. Und ja, ich werde jetzt gleich losgehen. Ein bisschen warte ich noch. Ein bisschen, ja, so, dass es noch ein bisschen heller ist. Dann werde ich in die wunderschöne Stadt Monschau gehen. Da werde ich mir noch Zeit lassen und die Stadt filmen. Ich war dort selber noch nie und ich habe mir sagen lassen, es soll einer der allerschönsten Städte in der Eifel sein. Und ja, dann werde ich von dort aus nach Hause fahren, beziehungsweise erstmal wieder mit dem Bus nach Aachen und dann nach Hause. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt auch sozusagen die Tour dann dort abbrechen. Mir macht es keinen Spaß mehr bei diesem Wetter, also frieren und durch den Regen laufen, alles feucht, alles nass, macht keinen Spaß. Und ja, in diesem Sinne, ich warte noch ein bisschen und dann düse ich gleich los.
Ja, Leute, der Eifelsteig versucht mich jetzt gerade zu überreden, weiterzulaufen. Ja, jetzt habe ich mir die Jacke und den Pullover ausgezogen und jetzt geht's nach Monschau. Ich freue mich riesig drauf, ich habe Monschau noch nie besucht und das macht mich gerade ein bisschen glücklich, dass ich es gleich zu Gesicht bekomme. Jo, und dann wollen wir mal gucken, irgendwie einen Kaffee, irgendwas essen. So, ab die Post. Diese Stadt ist auf jeden Fall bemerkenswert. Da komme ich niemals hoch. Ich bin jetzt wieder auf dem Eifelsteig. Boah. Das bei dem Matsch noch hier. Boah. Also wenn man hier den Abgang macht. Aber hier ist ein Geländer. Praktisch. Aber morsch. Ja. Ein Kampf, das sage ich euch. Ein richtiger Kampf hier. Da wachsen die Bäume schon auf dem Felsen. Nicht mehr normal. Und unten verläuft die Ruhe.
ja im Matsch. Ich wollte eigentlich schon in Monschau aufgehört haben, aber ich laufe doch noch ein bisschen weiter. Keine Ahnung wohin. Mal gucken. Leute, sieht auch die ganze Zeit irgendwie, oder es regnet sogar schon. Ich krieg hier gar nichts mehr mit. Leute, und damit herzlich willkommen auf dem Eifelblick hier mitten in der Eifel. Das kommt mir vor wie, ich weiß nicht wie, überall Fichten. Wahnsinn hier. War auch hammerhart hier rumzulaufen. Genau jetzt, wo ich hier oben rumhänge, muss ein Unwetter aufziehen. Das ist ja wieder mal typisch. Also echt, das ist irgendwie wie Skandinavien hier. Das ist Wahnsinn. Man sieht einfach nur Fichten und ja, nicht nur, aber sehr viele. Und das mit dem Fichtensterben ist hier überhaupt nicht vorhanden. Also noch keine Stelle hier in der Nordeifel gesehen, wo die Fichten irgendwie, ja, wo es denen schlecht geht. Ich würde ja, wenn die Hotels offen haben, wieder irgendwie irgendwo was buchen. Eine Nacht richtig schlafen, duschen, dann wäre es bestimmt wieder gut. Aber leider hat alles geschlossen, selbst Campingplätze. Und ja. Und nochmal so eine Nacht wie gestern. Also ich habe da so dermaßen gefroren, das war echt keine gute Nacht. Es war auch nur immer so eine Stunde oder so eingepennt und dann wieder wach und oh, ne. Eklig, aber gut, noch bin ich am Laufen, wundert mich selber, ey. Ja, weiter geht's jetzt in das nächste Dorf und ich hoffe, dort ist eine Busverbindung zum, nach Aachen. In Monschau müsste ich 3 Stunden warten, deshalb gehe ich lieber dorthin zu Fuß. Sinnvoller als da 3 Stunden an dem Bahnhof rumzuwarten.